Willkommen bei Smartliste. In diesem Video besprechen wir den besten Deckenventilatoren-Test. Ich habe diese Liste basierend auf meiner persönlichen Forschung und Meinung, und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten Deckenventilatoren-Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Westinghouse Lighting. Der Deckenanhänger Nevada 7.826.440 vom Westinghouse Illumination wird mit einer eisenfarbenen Immobilie, einem Klimaanlagen-Elektromotor aus kaltgewalztem Stahl und 5 relativ einfach zu befestigenden Klingen angeboten. Die Flügel sind aus MDF oder mitteldichte Holzfaser. Eine Seite der Flügel ist in Kirsche und auch die gegenüberliegende Seite in Nussbaum entwickelt. Der Hersteller empfiehlt, dieses Design in Räumen von nicht mehr als 20 Quadratmetern zu verwenden. Die Größe beträgt 105 cm und die Luftzirkulation 129 Kubikmeter pro Minute. Auf Platz 3 haben wir die Deckenventilator Lorefa. Der Faro Barcelona Lorefa Landau 33.370 Deckenventilator bewertet 6,9 kg. Sie erhalten es mit einem Luftbewegungsvolumen von 147,56 Kubikmetern pro Minute und einem Durchmesser von 132 cm. Nach Angaben des Amazon-Anbieters ist das Gerät für Räume bis 17,6 Quadratmeter geeignet. Weitere Funktionen sind die Druckknopfsteuerung und der Rückfallvorgang, sodass Sie das Werkzeug auch in der Wintersaison nutzen können. Der Deckenanhänger hat einen Pull-Button, 3 Grad und auch eine Sommersaison und auch Wintertaste. Sie haben die Wahl, das Gadget mit einer Druckknopfsteuerung oder einem Wandflächenschalter nachzurüsten. Umzug auf Nummer 2 haben wir die Deckenventilator Lorefa. Der Westinghouse Light Cyclone 7.837.040 Deckenanhänger wird mit einer Größe von 132 cm angeboten. Es hat eine Luftzirkulation von 152 Kubikmetern pro Minute und auch einen jährlichen Stromverbrauch von 19,9 Kilowattstunden. Der Hersteller weist darauf hin, dass Sie das Werkzeug in 25 bis 30 Quadratmeter Innenbereich optimal nutzen können. Wenn Sie einen Deckenanhänger mit reversiblen Klingen wollen und Sie das Werkzeug für einen Raum von 25 bis 30 Quadratmetern benötigen, ist das Modell vom Westinghouse Lighting die richtige Wahl für Sie. Der Deckenventilator von Faro Barcelona ist mit 3 echten Holzklingen im Nussbaumstil ausgestattet, die optisch ein anderes Gerät entwickeln. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die 132 cm Deckenventilator. Mit den Bändern 7.255.740 vom Westinghouse Lighting erhalten Sie einen fünfflügeligen Deckenventilator. Die Flügel sind aus mehrschichtigem Sperrholz gefertigt und auch in der Farbe Wenge gefertigt. Darüber hinaus hat das Modell tatsächlich ein Gehäuse aus Satinchrom und 3 Ratenstufen. Auf der höchsten Ebene hat das Gadget eine Rate von 175 Änderungen pro Minute. Der Deckenventilator vom Westinghouse Lighting wird mit einer Größe von 132 cm sowie einer Luftzirkulation von 159 Kubikmetern pro Minute angeboten. Es ist mit 5 Drehklingen aus MDF, einem Gehäuse aus gereinigtem Stahl und einem Zugschalter ausgestattet. Der Durchmesser des Deckenfolgers beträgt 132 cm, die maximale Rate 180 ändert sich pro Minute und die Luftzirkulation beträgt 152 Kubikmeter pro Minute. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die 132 cm Deckenventilator. Mit den Bändern 7.255.740 vom Westinghouse Lighting erhalten Sie einen fünfflügeligen Deckenventilator. Die Flügel sind aus mehrschichtigem Sperrholz gefertigt und auch in der Farbe Wenge gefertigt. Darüber hinaus hat das Modell tatsächlich ein Gehäuse aus Satinchrom und 3 Ratenstufen. Auf der höchsten Ebene hat das Gadget eine Rate von 175 Änderungen pro Minute. Der Deckenventilator vom Westinghouse Lighting wird mit einer Größe von 132 cm sowie einer Luftzirkulation von 159 Kubikmetern pro Minute angeboten. Das Gewicht der Version beträgt 7,6 kg sowie das Volumen 50 Dezibel. Das Gerät verbraucht 18,64 Kilowattstunden pro Jahr. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen.